Willkommen zurück zu Spider-Man Remastered. Zwischendurch habe ich noch ein paar Türme aktiviert. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Fähigkeiten habe ich auch noch ein paar hinzugefügt. Wenn man das nicht außer Acht lässt. Zuletzt waren wir im Auktionshaus, da ein bisschen aufräumen. Mit MJ essen. Mehr gut verfügbar. Mein Gott, wie weit ist das denn? Ich habe ein Auto schneller. Lokale Einheiten haben Raubüberfall. Hier ist was. Verdächtige bewaffnet. Benötigen Officer vor Ort in Clinton. Unterstützen Sie die Geschäfte in Ihrer Nähe und rauben Sie sie bitte nicht aus! Jetzt reicht es aber hier. Fisks Verhaftung hat alle Kleinkriminellen aus der Versenkung geholt. Hey, hier drüben! Halt, hier ist ein Rucksack. Achtung, alle Einheiten. Wir verfolgen ein Fahrzeug. So. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Aber Junge, das ist aber echt ein weiter Weg. Das hätte ich aber nicht gedacht, ey. Alter, war denn da? Was ist da hier? Ach, eine Baustelle. Oh, die hatten wir doch schon. Ja, waren wir doch schon mal. Überfall gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Officer im East. So, jetzt sind wir endlich da. Vitamin. Oh, wer seid denn? Hi, Herman. Echt jetzt? Muss ich mit dir? Du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach mich nur langsamer. Wow, überaus fett. Der Junge, der geht aber ab. Wofür ist das Geld, Herman?
Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Weiter geht's. Im Ernst, Herman. Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Was ist er denn? Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Aber das hat auch abgeschlossen. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal. Danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja. Jederzeit, aber sicher. Neuer dann Rucksack. Reden wir wieder. Cool. Na, drauf her. Dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Oh, taucht er sich denn da rein? Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Die spielen immer noch Schach. Gute Menschen. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske
Könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Klingt gefährlich. Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Spaghetti Diner. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Wenn ich die Schuhe repariere, dann halten die noch eine Weile. Okay, wo geht's hin? Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Kann man noch mal probieren. Oder war ein Verbrechen. Da müssen wir hin. Das nennt man eine Highspeed-Verfolgungsjagd. Ja, wohin? Immerhin kein Handy am Steuer. Lang nicht gesehen. Endstation. Das ist wirklich dreist. Der Fahrer verdient Respekt. Manhattan im Berufsverkehr ist krass. Hallo? Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow! Oh, muss Privatdetektiv sein. Ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Oh, tolles Foto. Erledigt. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodriguez Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. In der Nähe. Halb Kilometer weit weg. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum soll ich? Schlechter Winkel. Muss gerade Leben drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Das Buch schreibt sich von alleine. Sehr schön. Hab dich! Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt. Veröffentliche das Foto. Wir sind nicht allein. Ah, scheiße. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus.
Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum so? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Nein. Stehst du hier rum? Sehr schön. Spider-Man? Das ist perfekt. Hey? Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Noch eine Trophäe bekommen. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Was tragen die denn alle, diesen Jogger? Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Ach Mann. Da. Ja, genau so gefällt mir das. Meine Güte. Da, ein Schwachpunkt. Der Winkel ist falsch. Sieht gut aus. Da sollten wir wegbleiben. Sauberes Bild. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber hallo. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Schlechtes Licht. Nach links. Ist er jetzt so eine U-Bahn? Nein, da sieht er mich. Ich muss ihn oberirdisch verfolgen. Steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Schön, dich zu sehen. Carmen! Die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Ich muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Geh soll ich jetzt da rein? Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Moment, soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade
Zeit. Roman ist bereit. Und wir sind später. Roman. Sie ziehen ab. Komm, wir holen die. Was war denn jetzt? Ich habe jetzt alle Beweise. Was war das denn? Dieses Auto aufhalten. Was zur Hölle? Spider-Man? Drei Bordsteinkanten. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Hey Doc, tut mir echt leid. Was gibt's? Ah, haben wir dann auch geschafft. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in ihm steckt so viel mehr. Ach, er hat recht. So, hier beenden wir die Folge. War ja lang mit bisschen Nebensache. Und wir sehen uns in der nächsten. Ciao.